Willkommen zurück zu Resident Evil HD, das Remake. Wir sind jetzt in Part 3 und wir haben ja ein paar Sachen schon erreicht. Also zumindest konnten wir die Pfeilspitze verwenden und wir haben jetzt hier noch so ein Helmsymbol bekommen und Gewehrmunition für ein nicht vorhandenes Gewehr und einen blauen Edelstein. Also gar nicht so schlecht. Haben auch schon so einen Geheimgang da auf dem Friedhof gefunden, den wir mit Hilfe der Pfeilspitze öffnen konnten. Und ja, mal sehen. Wir suchen immer noch unsere Kollegen. Die sind einfach alle auf einmal spurlos verschwunden. Das mit der Uhr hier, das muss ja auch irgendwas zu bedeuten haben. Oh, warte mal, Moment. Hier ist noch die Maus. Seht ihr die eigentlich? Ja, das ist hier alles noch ein bisschen komisch. So, genau, also, der Plan ist natürlich erstmal Farbbänder besorgen. Und ich will jetzt gucken, ob das Helmsymbol uns bei dieser Todesfalle da irgendwie behilflich ist. Was natürlich sehr riskant ist, weil... weil wir jetzt natürlich nicht gespeichert haben. Andererseits haben wir bis jetzt ja noch nichts bekommen, was uns jetzt wirklich weiterbringt, ne? Also ich sag mal, diesen Geheimgang können wir ja auch irgendwann später nochmal aufmachen. Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig offen sein. So, okay, aber auf die Karte wollte ich doch nochmal schauen. Okay, stimmt, hier ging es runter noch. Okay, ja. Moment. Stimmt, hier ging es nochmal runter. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Na gut. Also hier sollen wir definitiv noch nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll da mit diesen... Falle da. Ich meine, für irgendwas muss dieses Helmsymbol ja gut sein. Und soweit ich mich recht erinnere, stand da ja irgendwas mit Helmsymbol. Von daher würde es ja grundsätzlich schon Sinn machen. Farbband wäre halt auch geil. Munition wäre auch geil. Ach, wäre so vieles geil. Also, das ist halt auch natürlich alles sehr... knapp bemessen, ne? Den Dietrich haben wir ja auch noch. Verwenden. Ach, den müssen wir auch verwenden. Ein Werkzeug zum Öffnen einfacher Schlösser. Ey, jetzt mal ohne Witz, das will ich auch nochmal schnell probieren, ne? Nehmt man das nicht krumm? Daran muss man sich nämlich auch erstmal gewöhnen, noch so wie in alten Adventures. Richtig Gegenstände auswählen zu müssen und die anwenden zu müssen. Ja, damals waren Spiele auch einfach noch knackiger, das muss man schon wirklich sagen. Heute wird das schon alles, gerade im AAA-Bereich, sehr vercasualt, wenn man das so sagen kann. So, ja, ist verschlossen von der anderen Seite. Mhm. Ja, dann wird mir der Dietrich ja wahrscheinlich nichts bringen. Ein Rüstungssymbol. Ach so, hier wartet mit den Symbolen. Ja gut, okay. Hätte ja klappen können. Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich finde es auf jeden Fall extremst gut, dass die Zombies tot bleiben. Das macht die Sache natürlich schon doch etwas angenehmer. Nicht wie bei Ori. Ist sowieso krass. Ori war so ein schnelles, flottes Spiel, wo das alles so aus eben Guss dann war, wenn man drinne war. Und hier ist wieder alle so, langsam, erstmal breitbeinig hinstellen, damit ich schießen kann. Aber das hat ja auch irgendwie seinen Charme. Also ich muss sagen, bis jetzt versteht schon, warum es zumindest damals so gut ankam, das Spiel. Aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Für ein Fazit ist es natürlich noch viel zu früh. So, hier war die Todesfalle. Habt ihr Farbbänder dabei, zufällig, Kumpels? Nee, war. Ah, da kommen wir nur wieder auf... Ach nee, ich versuche es, Leute. Was haben wir zu verlieren? Außer unseren Speicherstand. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist die Frage, ab wann merken wir denn, dass wir da die Dietriche oder den Dietrich brauchen? Ich habe Angst. Ich habe Angst, das zu tun, was ich jetzt gleich tun werde.
M-Symbol. Hausschlüssel. Also ich meine, wir werden den natürlich irgendwie brauchen wahrscheinlich. Ich mach's, was soll's. Ach, in Form einer Rüstung. Ah, scheiße. Das brauchen sie jetzt nicht. Nein. 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 Okay. Ah, okay. Okay. Nochmal gut gegangen. Nochmal gut gegangen. Okay, man kann also ein bisschen rumprobieren. Das ist ja schon mal schön. Und hier geht's weiter. Alles klar. Farbband. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Mann, ja, dann schließt es auf hier mit dem Helm irgendwie, wie auch immer das gehen soll. Ach, Menno. Ach, das ärgert mich, ey. 1000 Symbole, kommst nicht weiter. Zweite OG, ja, hier gibt es auch noch eine Karte zu finden. Naja, gut. Also, wissen wir zumindest schon mal Bescheid. Hier sind wir erstmal noch nicht erwünscht. Oder geht's hier noch weiter? Nee. Gut, okay, dann stellt sich mir natürlich die Frage, was wir jetzt machen müssen, weil wir haben ein Helmsymbol. Ein Helm, sag ich schon. Ey, ich bin doch auch bescheuert, ey. Ey, wirklich, ich hab doch wirklich. Das ist doch kein Helm, sondern ein Schild. Ach, warum bin ich denn auf Helm die ganze Zeit? Ey, wirklich, Leute, ich muss irgendwie. Ich muss Lack gesoffen haben heute. Ohne Witz. Ey, das gibt's doch ja nicht. Ich hab doch im letzten Part schon gedacht, dass das ein Helm ist. Ich bin doch bekloppt, ey. Also manchmal kennt er das, manchmal ist man einfach dumm. Glaube ich jetzt gerade nicht, ey. Dass ich das ein Schild von einem Helm gerade unterscheiden konnte. Mann, egal. Gut, aber dann hilft uns das vielleicht bei einem Schildsymbol. Und da hatten wir ja tatsächlich auch Türen, will ich meinen. Anderen Seite verschlossen, ja, ja, ja. Ich versuch's einfach immer wieder, aber bringt natürlich nichts. Wieso komme ich denn auf ein Helmsymbol? Naja, egal. Ist ja bis jetzt noch nichts Dramatisches passiert. Denn hier nochmal drin? Ich bin jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ah, okay. Klar. Okay. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ich sehe mich jetzt nur mal nach Helmsymbolen um. Schild! Sag mal. Schildsymbole? Mann, was ist da los? Schwertsymbol, nee. Ein Rüstungssymbol. Gibt gar kein Schild in dem Sinne, oder? Nee, brauche ich jetzt nicht. Ach, vielleicht denke ich auch komplett falsch, was das betrifft hier mit den Symbolen und das hat gar nichts damit zu tun, das Schild. Aber ich hab's halt ein bisschen gehofft. Weil ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht unbedingt mehr weiß, wie es weitergehen könnte. Okay, also wir gucken jetzt erstmal auf die Karte. Da sind auch alle Türen zu. Also ich sehe gerade nirgends einen Weg, wo wir langkommen. Das ist alles irgendwie. Also erstmal gehen wir nochmal runter hier, weil das bringt hier jetzt gerade alles nichts.
Das hier war. Die Tür ist verschlossen, ein Schwertsymbol, bla bla bla. Das war hier mit der Tante und so, ne? Genau. Okay, naja, dann gehen wir mal runter. Und dann mal schauen. Also ich habe jetzt wirklich gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt lang noch könnten oder wo wir vielleicht noch irgendwas übersehen haben. Auf den Friedhof will ich erstmal nicht mehr. Zumal ich auch, naja gut, wir könnten dieses Buch da nehmen, aber dann klatscht wahrscheinlich dieser komische Sarg auf uns ruf. Das ist ja doch relativ offensichtlich. Vielleicht... Ja, aber andererseits ist das Einzige, was wir gerade machen können, oder? Karte wollte ich. Oder können wir wieder rausgehen? Echt jetzt? Echt jetzt? Wuhuhu! Wuhuhu! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg! Boah! Okay, krass, das war nicht so clever. Vielleicht. Also ganz ehrlich, ich habe auch nicht gedacht, dass sie das einfach aufmacht. Meine Güte. Ich habe nur noch 2 Schuss. Und nee, Alter, ich will jetzt auch nicht sterben gerade. Und warum sind die so sparsam mit diesen Farbbändern? Das ist doch kacke. Hier muss es doch noch irgendwo ein Farbband geben, jetzt mal ohne Witz. Ist doch blöd. Ein zerbröckelter Grabstein. Ja, wissen wir. Ach, blöd. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Können wir hier vielleicht mal unseren Dietrich benutzen? Nö. Warum auch? Warum auch? So, hier hatten wir die Gewehrmunition, genau. Ja, Gewehr wäre jetzt geil. Damit würde ich den... Hundis denn doch gern mal ins überbraten. Also, okay, passt auf. Was haben wir denn jetzt nochmal erreicht? Diese ganze Geschichte hier, okay. Blauer Edelstein. Was war hier das mit dem Mund, ne? Versuch einfach mal hier. Nö. Okay. Versuch einfach mal irgend so einem Typen hier diesen blauen Edelstein drin zu drücken. Weil ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist. Das hat ja wirklich so ein bisschen Adventure-Feeling gerade hier. Dieses Rumprobieren mit Gegenständen und so. Was eigentlich ganz cool ist. Die Flammen zucken heftig. Okay. Die Flammen werden größer. Sie werden sie jeden Moment einholen. Was stand da? Die Flammen werden größer und größer. Mhm. Na. Die Kette bewegt sich, wohin sie wohl führt. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Ja. Okay, wir haben das Buch jetzt mitgenommen. Und dann untersuchen wir es auch gleich mal. Prüfen. Untersuchen. Es trägt den Titel Buch der Verfluchung. Ja, toll. In dem Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Ja. Sie haben folgendes. Hausschlüssel. Mhm. Buch der Verfluchungen. Die 4 Masken. Eine, die nichts Böses sagt, eine, die nichts Böses riecht, eine, die nichts Böses sieht, eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Moment mal kurz. Achso, okay. Wenn alle 4 ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ist das was man will? Also wahrscheinlich da oben hier, der sagt. Okay, alles klar. Gut, und wir haben jetzt einen Schlüssel. Das ist doch schon mal fein. Alles klar. Gut, dann sind wir hier doch ein Stückchen weitergekommen. Jetzt haben wir nur das Problem mit den Hunden. Also mit einem Messer alleine werden wir die nicht killen können, denke ich mal. Und wir haben ja gerade noch festgestellt,
dass wir vielleicht mal den Rücken untersuchen sollten. Keine besonderen Merkmale. Keine besonderen Merkmale. Die Außenränder sind bla bla bla. Keine besonderen Merkmale. Okay, alles klar. Also das sagt uns wirklich gar nichts. Aber dann versuchen wir das doch nochmal mit dem Edelstein. Wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Gut, da wird jetzt überall vermutlich das gleiche stehen. Hausschlüssel. Hausschlüssel. Ah, Schwertsymbol. Ein Schwert ist darin eingraviert. Alles klar. I see. Cool, na dann öffnen sich uns ja doch schon mehrere neue Wege. Auch wenn ich gerade nicht so richtig weiß, wie wir den Hunden jetzt da am besten ausweichen sollen. Muss doch ein Farbband hier irgendwo geben. Also ich glaube, Schwertsymbol. Wäre natürlich geil, wenn auf der Karte dann die Symbole immer noch gleich markiert wären, aber sind sie leider nicht. Schwertsymbol. Also hatten wir auf jeden Fall hier links. Beim Dining Room. Und dann da in dem schmalen Gang, wo wir den ersten Zombie getroffen haben. Also da haben wir, glaube ich, auf jeden Fall ein Schwertsymbol. Und dann würde ich sagen, renne ich da jetzt einfach mal schnurstracks hin. Und die Hundis, die killen wir dann ein andermal. Oder die sind gar nicht mehr da. Doch, sind sie. Scheiße. Au! Drecksköter. Ich stoße hier mal gegen das Mikro, ey, wenn ich mich erschrecke. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Okay, aber die haben uns zum Glück nicht so viel abgezogen. Das ist noch alles cool. Dann gib mir ein Farbband, verdammte Axt. Hier muss doch irgendwo muss hier ein Farbband versteckt sein. Das würde ich jetzt dafür geben, zu speichern. Aber gut, wir haben ja jetzt zumindest schon mal einen ziemlich coolen Schlüssel. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, aber hier war doch ein Schwertsymbol, oder? Ein Rüstungssymbol. Nee, aber hier unten. Irgendwo war doch hier ein Schwertsymbol. Hier manchmal? Yes. Alles klar, aber es geht noch tiefer. Das ist natürlich meistens kein einladender Ort. Resident Evil 7 lässt grüßen, Alter. Und das schon in Teil 1. Ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben. Wahrscheinlich auch zu Recht. Yes, mitnehmen. Yos. Sehr gut. Ein Verteidigungsobjekt ist immer gut. Auch wenn mich das ein bisschen beunruhigt, dass wir das hier finden. Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Ja, das glaube ich. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Sehr förmlich ausgedrückt. Oh, das hat natürlich auch so ein bisschen Silent Hill-Style. Ich habe so eine Vermutung. Achso, ich muss ja noch unten schlagen. Das sieht natürlich auch ganz geil aus. Der steht doch 100 pro noch auf. Jetzt wenn der uns einfach so in Ruhe lässt. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Okay. Also, dass der hier einfach so rumliegt, das beunruhigt mich. Das kann nicht mit rechten Ding zugehen. Und dass wir hier auch sonst nichts machen können. Das kann ich mir beide nicht vorstellen. Aber nun gut, ich will mich nicht beklagen. Wir haben zumindest ein Verteidigungssymbol. Objekt meine ich, sorry. Aber immer noch keine...
Chill, Alter. Komm, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, Jill. Wir haben noch 2 Schuss. Die uns wahrscheinlich nicht viel nützen. Ich versuche dem jetzt einfach mal aus dem Weg zu gehen. Also das war gruselig. Gruselig war das und doof. Und der kann da unten sich jetzt mal ganz getrost abchillen. Mit dem setzen wir uns jetzt gerade gar nicht mehr auseinander. Verteidigungsobjekt ist noch ausgerüstet, alles cool. Wir werden bestimmt noch eine andere Schwertür finden. Ich weiß halt nur noch nicht so richtig wo. Aber wir gehen auf jeden Fall den langen Weg wegen der Hunde. Ich glaube, oben war auch noch irgendwie so ein Schwert, eine Schwertür. Fuck, wir hätten die Hunde nicht drin lassen sollen. Kamera, kannst du bitte nicht so kacke sein? Die Leiche ist weg. Da oben sind ja Raben. Ach, das sind einfach nur Raben. Boah, Alter, verdammt. Erschreckt mich doch nicht so. Meine Güte, 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 Güte. Okay, hier ist alles noch beim Alten. Sehr schön. Gut, okay. Wie kommen wir nur an den Schlüssel daran, ey? Na egal. Was bringt uns dieser verdammte Helm? Schon wie Schild. Mann, was habe ich denn mit diesem Schild und Helm? Ey, warum vertausche ich das denn immer? Naja, könnte er mich für dissen. Das habe ich verdient. Okay, krass. Also, was haben wir denn hier? Ist verschlossen, okay. Ah, genau. Hier war noch ein Schwertschlüssel. Sehr gut. Oder eine Schwerttür, besser gesagt. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter, ich hab Angst, Leute. Einfach nur deswegen, weil wir nicht speichern können. Okay, 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 okay. Ich versuche natürlich jetzt jeden Kampf erstmal zu vermeiden, was gerade gar nicht geht, wie ich sehe. Okay, okay, ich habe mich in eine Falle manövriert. Oh, der kotzt. Dann kotze mal. Er ist scheinbar schon ein paar Stunden tot, alles klar. Gut, hier, oh. Hier kommen wir weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, oh, sehr schön. Erste-Hilfe-Spray und 3 Farbbänder. Juhu! Ja, das machen wir erstmal, weil wir brauchen erstmal keine Gewehrmunition. Weil wir noch kein Gewehr haben. Aber wir haben 3 Farbbänder und hier ist eine Schreibmaschine und oh, schön. Und wir haben keine Munition und ach, alles überhaupt. Es sieht einfach alles schlecht aus. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Ja. Bitte. Machen wir mal hier. Ich mache immer so im Abwechsel, also abwechselnd 2 Speicherstände. Ich denke, das sollte reichen. Sehr gut. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Okay. Derzeit sind 2 Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt.
Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jegliche Lebensmittel verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen, Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Okay. Im Erdgeschoss. Öl. Also ich denke mal, wir sind ziemlich erdgeschossig gerade, ja. Da oben war ja auch noch eine Tür und so. Aber wir müssen uns natürlich jetzt auch irgendwie an den Typis da vorbeischmulen. Verschiedene Arten von Serien. Viele haben eine sonderbare Farbe. Das Regal ist voller Pillen und Elixiere, die sie noch nie gesehen haben. Viele haben die Farbe gewechselt. Gut, gespeichert haben wir. Das ist doch schön. Das ist genau der richtige Moment, um den Part hier zu beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann versuchen wir uns nochmal an den Zombies da vorbeizuschleichen und mal gucken, wo uns der Weg dann hinführt. Ansonsten, bis dahin, tschaußen.